Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen Tag mitgebracht, den ich bei Maren entdeckt habe. Ihr YouTube-Kanal ist Reading with Maren. Ich verlinke das Video auf jeden Fall unten in der Infobox. Ich kenne Maren so gefühlt als YouTuberin schon sehr lange. Ich habe schon ihre Beauty-Videos geschaut und jetzt auch ihren Booktube-Kanal immer mal wieder im Blick. Gerade ihre Neuerscheinungsvideo finde ich immer super spannend, weil sie da wirklich eine bunte Mischung hat. Aber ja, schaut gerne selbst mal vorbei. Und sie hat den Dear Reader Tag mitgebracht, beziehungsweise hat ihn irgendwo entdeckt und hat ihn ein bisschen ergänzt. Und ich fand ihn so spannend, jetzt vielleicht doch nochmal so im ersten Quartal zurückzublicken, ein bisschen vorauszuschauen, denn es geht hier um Leseziele, um den Sub, um die Wunschliste und weiteres. Es sind 9 Fragen. Ich packe euch die Fragen unten in die Infobox, da könnt ihr super gerne auch die ein oder andere vielleicht in den Kommentaren beantworten und jeder, der Lust hat, diesen Tag vielleicht auch auf seinen eigenen Kanal zu drehen und zu beantworten, der darf sich natürlich absolut frei fühlen. Wir starten mit der ersten Frage. Hast du dein Leseziel 2022 erreicht? Ja, das habe ich erreicht. Es waren 150 Bücher im Raum gestanden und es wurden dann 160. Ich habe natürlich die ein oder andere Geschichte auch abgebrochen, aber es wurden 150 Geschichten begonnen, 160 Geschichten begonnen und dementsprechend habe ich mein Ziel dahingehend erreicht. Hast du ein Ziel für 2023 und wenn ja, wie hoch ist das? Hier möchte ich ein bisschen nach unten schrauben, weil ich ja durchaus auch ein bisschen rereaden möchte. Natürlich zählen die Bücher trotzdem mit dazu, aber ich möchte da auf jeden Fall ein bisschen weniger lesen. Ich habe mir, glaube ich, jetzt auf Read.O habe ich mir, glaube ich, 120 Bücher vorgenommen und habe auch eine Seitenzahl festgehalten, weil ich das tatsächlich ein bisschen nachvollziehbarer finde, als rein nur die Anzahl der Bücher. Beim Buch kann ja 1000 Seiten haben, aber auch nur 100 Seiten. Und dementsprechend finde ich das mit der Seitenzahl eigentlich ein bisschen spannender und finde das jetzt tatsächlich ganz schön, das so in den letzten Wochen ein bisschen getrackt zu haben. Ich finde auch diese Wochenübersicht ganz spannend. Ich vergesse manchmal einzutragen, was ich heute oder gestern gelesen habe, aber so genau nimmt das ja am Ende niemand. Und ja, also ich wäre so bei 120 bis 130 Büchern in diesem Jahr. Und der Januar war auf jeden Fall schon richtig gut, auch über dem geforderten Ziel sozusagen. Aber es wird ja auch Urlaube geben, wo ich nicht so viel Zeit investiere in das Lesen oder auch einfach mal stressigere Zeiten oder was auch immer. Oder freundschaftliche Zeiten, wo man einfach unterwegs ist und nicht so viel liest. Aber ich glaube, dass das durchaus realistisch ist. Welche Reihe möchtest du 2023 lesen? Also ich habe so einige Reihen auf den Schirm. Ich habe zum Beispiel Der Drachenflüsterer von Boris Koch. Habe ich den ersten Band hier schon auf dem Sub liegen. Ich habe auch von Throne of Glass von Sarah J. Maas den ersten auf dem Hörbuch-Sub. Und da schwärmt ja die liebe Becky so. Und ich glaube, ich muss da dem einfach mal nachgehen. Obwohl ich ja immer schon höre, der erste Teil ist nicht so gut, lass dich nicht abschrecken. Das ist natürlich immer schwierig, ne, für eine Reihe. Aber das würde, ja, und ich glaube, da werde ich dieses Jahr auch dazu greifen. Und dann sprechen auch ganz viele ja von der 7-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley. Und die habe ich, glaube ich, schon so 2, 3 Jahre so im Blick. Und vielleicht greife ich da tatsächlich auch einfach mal zum Hörbuch. Das würde mich auch sehr interessieren, wo es um diese 7 Schwestern geht. Und ein Vater, der stirbt, der dann allen Kindern erzählt, sie sind adoptiert. Und dann geht man ihren wahren Geschichten sozusagen nach. Und ich glaube, das letzte Buch ist ja jetzt auch so nach dem Tod von Lucinda Riley erschienen, wo es dann um den Vater irgendwie geht. Ja, auf jeden Fall viel Lesestoff, aber das würde mich ja nicht abschrecken in der Reihe. Und da gibt es ja auch wirklich schöne Orte, an die man irgendwie reist. Welche angefangenen Reihe möchtest du 2023 beenden? Ganz, ganz, ganz oben steht Elias und Laia von Saba Tahir. Ich habe den ersten Band damals bei Erscheinen wahnsinnig gefeiert. Ich liebte den zweiten Teil und dann habe ich die Reihe aus dem Blick verloren, weil, glaube ich, der dritte so lange gedauert hat und jetzt auch der vierte ist erst letztes Jahr erschienen. Und ich möchte die ganze Reihe gerne nochmal rereaden, zumindest Band 1 und 2 und Band 3 und 4 dann eben auch die Reihe beenden. Und das steht bei mir ganz groß, obwohl ich ja keine Lesevorhaben habe, aber das steht bei mir ganz, ganz groß, dass ich diese 4 Bücher gerne lesen möchte. Dann natürlich die Tintenherz-Reihe, da habe ich ja den ersten Teil im Urlaub gelesen, das möchte ich auf jeden Fall auch beenden, da ist ja 2 und 3 auch schon da, liegen auch schon hier
Und auch an Reihen, was habe ich noch so ein bisschen angefangen? Der Prinz der Dunkelheit, da habe ich ja schon den König hier, den lese ich auch aktuell. Ich glaube auch, dass das eine Reihe ist, die ich beenden werde dieses Jahr. Ich würde super gerne das Lied von Eis und Feuer beenden. Dazu müsste aber George R. Martin jetzt Band 6 und 7 in diesem Jahr herausbringen. Aber es wäre natürlich so ein kleiner Wunsch, den man vielleicht äußern dürfte. Ja, das sind so ein bisschen die Reihen, die ich gerne lesen und beenden möchte. Dann wird gefragt nach den 5-Sterne-Vorhersagen für dieses Jahr. Und das ist schon sehr, sehr gemein. Weil am Ende würde ich mir von all meinen Büchern wünschen, dass sie 5-Sterne-Bücher sind. Ich glaube aber, Kandidaten sind definitiv die beiden Bücher von Adriana Popescu. Zum einen kommt jetzt im März das Jugendbuch Unsere Zukunft flirt am Horizont heraus. Und im Sommer, August, Juli, April... Bin mir gerade nicht mehr sicher. April, Mai kommt Goldkehlchen heraus. Das ist dann wieder ein Erwachsenenroman, der im Piper Verlag erscheint. Gehört so ein bisschen in diese Riege, wo wir so ein Altenheim auch wieder im Fokus haben. Also was auch dann an die goldenen Zeiten im Gepäck erinnert. Und Adriana ist eigentlich ein 5-Sterne-Garant mit ein, zwei Ausnahmen, wo es vielleicht nur so 4,5 Sterne waren. Aber da würde ich definitiv sagen, das ist, glaube ich... das könnte ganz gut werden. Dann wird es das neue Buch von T.J. Klune geben, Die unerhörte Reise der Familie Lawson, das auch im Mai oder Juni erscheint. Und beide Bücher waren so unterschiedlich, wie es nur geht, haben mich aber beide total gefesselt und begeistert. Ich bin hier auch sehr, sehr gespannt. Und es kommt auch ein neues Buch von V.E. Schwab im März, glaube ich, heraus. Und zwar Galant. Das habe ich schon im Englischen auf dem Sub, warte jetzt aber auch noch auf den Deutschen. Und da freue ich mich mega. Also V.E. Schwab hat mich ja mit all ihren Büchern bisher wirklich begeistert und ich bin so gespannt, was uns hier erwarten wird. Und das könnten tatsächlich so die 5-Sterne-Vorhersagen werden. Dann wird gefragt nach den geplanten Rereads in diesem Jahr. Und ich habe das ja in meinem Vorsatz-Rückblicks-Video schon so ein bisschen gesagt. Ich würde eigentlich super gerne jeden Monat irgendwie einen Reread machen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass ich Harry Potter gar zu Ende lese, sondern ich würde einfach mal super gerne zu Lieblingsbüchern greifen. Ich würde gerne mal so einen ganzen Monat nur Highlight-Bücher lesen. Also definitiv, Harry Potter wird weitergehört. Da bin ich ja bei Band 2 hängen geblieben, aber das war jetzt ja auch erst im Dezember. Da werde ich auf jeden Fall weiterhören. Ich hätte mega Lust, Herr der Ringe zu lesen. Ist auch schon wieder 4-5 Jahre her. Da hätte ich große Lust, das zu lesen. Dann hätte ich mal wieder sehr große Lust auf Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ein Buch, was ich sonst jedes Jahr gereadet habe, sowohl im Deutschen als im Englischen, das aber so die letzten 2 Jahre nicht ganz so einfach war. Und dann hätte ich, und das verfolgt mich jetzt schon ein ganzes Stück, so große Lust auf die Passage-Trilogie von, jetzt ist der Name weg. Also der Übergang, die 12 und die Spiegelstadt, die Passage-Trilogie von... Ach Steffi, Namen sind Schall und Rauch. Also ihr wisst bestimmt, wem ich meine. Den ganz bekannten Autor, der leider nach dieser Reihe nicht weiter übersetzt wurde, obwohl es im Englischen noch 3-4 Bücher gibt. Es steht auch hier, der Übergang. Ich sehe ihn hier, aber ich sehe keinen. Ich komme nicht auf den Namen. Ich blende euch ja das Cover ein. Ihr wisst jetzt, wie der Autor heißt. Die Passage-Trilogie von... Ganz schlimm. Ja, die verfolgt mich ja schon ein ganzes Stück. Also bestimmt so 3-4 Jahre. Ich träume sehr häufig von gewissen Szenen. Und das ist für mich schon ein Zeichen, dass so ein Buch ganz tief im Inneren irgendwas bewirkt hat. Und ich möchte die Reihe einfach lesen. Ich finde es mega schade, dass es den ersten Band nur gekürzt als Hörbuch gibt, während es Band 2 und 3 dann auch ungekürzt gibt. Aber vielleicht greife ich wirklich zu dem ersten Buch und höre dann die anderen. Und ich glaube, es wird einfach mal Zeit für die Passage-Trilogie von dem ganz bekannten Autor. Dann die Frage nach dem Sub und wie hoch der ist. Also beendet habe ich das Jahr bei 104 Büchern, was definitiv schon sehr am Ziel vorbei war, was ich mir gesetzt habe. Ich bin aktuell knapp unter 100, ich glaube 96, 95. Einfach dadurch, dass der Januar so ganz gut lief mit Neuzugängen und Gelesenen. Und das zeichnet sich jetzt im Februar schon wieder so ein bisschen anders ab, weswegen ich versuchen möchte, ein paar kürzere Bücher noch zu lesen. Einfach, dass man so ein bisschen Balance hat. Ich meine, man kann ja so ein bisschen tricksen. Ne? Die beste Bilanz ist ja sowieso die, die man selbst gefälscht hat. Also ich bin so um die 100 und es fühlt sich nicht schlimm an. Ich finde das durchaus noch absolut in Ordnung, aber mein Ziel wäre es schon so ein bisschen, vielleicht so in den 50er, 60er Bereich zu kommen. Auch tatsächlich, was die echten haptischen Bücher angeht, dass das wieder ein bisschen nachlässt, weil da schon das Regal ziemlich voll ist und man sich fragt, wo sollen die dann auch am Ende eigentlich alle hin?
Welche Bücher stehen aktuell ganz oben auf deiner Wunschliste? Und ja, da gibt es so ein paar Bücher, die ganz oben stehen. Ein paar habe ich mir jetzt hier auch erwünscht. Ich habe eine Rebuy-Bestellung gemacht. Ich habe eine kleine Thalia-Bestellung von Gutscheinen gemacht. Relativ weit oben steht Eine Katze, ein Mann und zwei Frauen von Junichiro Tanizaka. Ist auch wieder japanische Literatur und dieses Buch steht auch schon ein bisschen länger auf der Wunschliste. Dann auch Der Rabenprinz von Margaret Rogerson. Da hat auch eine Booktuberin so geschwärmt und ich habe ein anderes Buch der Autorin auf dem Sub. Der dunkelste aller Mag... Nee, der dunkelste aller... Zauber? Ich glaube so. Deswegen würde ich eigentlich erst gern das lesen, bevor ich mir das andere Buch hole. Und dann habe ich auch noch Der Junge am Fluss von Nestor T. Cole. Das habe ich auch schon ein ganzes Stück, ich glaube sogar auf der Hörbuch-Wunschliste. Und das klingt auch richtig schön. Aber bei 100 Büchern auf dem Sub bin ich manchmal doch, was die Wunschliste angeht, nicht ganz so frei. Aber vielleicht trudelt ja der ein oder andere Gutschein demnächst doch mal so ein bisschen bei mir ein. Ja. Und die letzte Frage, welche Bücher willst du demnächst aussortieren? Also das nehme ich mir tatsächlich eigentlich gar nicht so vor. In der Regel sind es immer die Bücher, die nur so okay waren. Also Highlight-Bücher werden ja aufgehoben. Alle anderen Bücher in haptischer Form werden in der Regel auch aussortiert. Bei Tauschticket im Bücherschrank oder was auch immer. Ja, auch einfach im Freundes-Familienkreis weitergegeben. Ich habe aktuell so ein paar Sachbücher, die mich einfach von den Thematiken nicht mehr so interessieren. Die werde ich jetzt mal demnächst aussortieren. Und ich habe auch so zwei, drei zweite Bände von Reihen hier, wo ich da gemerkt habe, der erste Band war gut, der zweite nur okay und ich werde die Reihe wohl nicht weiterlesen und dementsprechend werden die jetzt wohl auch so ein bisschen rausfliegen. Aber ich habe da keinen Vorsatz, ich gehe auch nicht ans Regal und sage, so, jetzt sortiere ich aus. Ich mache das manchmal so ein bisschen mit dem Sub, aber mehr als gefühlt, ja, so eine Handvoll Bücher, ja, weil mich mein Sub auch einfach noch so interessiert und fasziniert. Bei Sachbüchern ist das immer so ein bisschen anders, weil natürlich man sich oft ein Sachbuch besorgt, wo man sagt, das passt gerade irgendwie zu einem und dann verändert sich aber die Lebenssituation oder das Interesse oder wie auch immer und dann altert das relativ schlecht und dann sortiere ich die schon immer mal aus, weil ja, ich weiß, dann würde ich vielleicht nicht mehr dazu greifen, aber es wird bei mir auch keine Unhauls geben, weil ich es gerade nicht sehr sinnvoll finde, über Bücher zu sprechen, die ich aussortiere, die ich nicht kenne. Also man könnte natürlich über die Bücher sprechen, die ausziehen, weil man sie gelesen haben hat, aber das habe ich ja schon im Büchermonat am Ende gemacht und da auch gesagt, schlechtes Buch hebe ich nicht auf oder wie auch immer, aber ein Unhaul, den es ja sehr häufig auch auf BookTube gibt von Büchern, die man vom Sub aussortiert, das ist für mich so ein bisschen sinnbefreit. Dementsprechend wird es das auch nicht geben, weil was soll man zu einem Buch sagen? Ich habe es gekauft, weil ich sortiere es jetzt aus, weil da ist ja kein bisschen Mehrwert, weil was nehmt ihr euch da am Ende irgendwo mit? Und ja, dementsprechend bin ich da gar nicht so gezielt irgendwie im Aussortieren. Ja, und das waren sie jetzt, die 9 Fragen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch die ein oder andere Frage in den Kommentaren mit beantwortet. Vielleicht auch, ja, was meine Rereads angeht oder auch meine Vorsätze der Reihen dieses Jahr. Wenn ihr das schwärmen wollt, fühlt euch frei, das in den Kommentaren zu tun. Jede, die irgendwie, oder jede, der Lust hat, auch ein Video dazu zu machen, natürlich auch immer gerne, darf sich getaggt fühlen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, der Tag hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.